Also das war für mich das erste Mal, dass ich so direkt mit einem Autor zusammengearbeitet habe, ohne irgendwelche Mittelsmänner und deswegen mit ihm immer direkt ausfechten musste, was jetzt irgendwie wie aussieht und wie er sich was vorgestellt hat und wie ich mir was vorgestellt habe. Deswegen war es eine spannende Erfahrung, weil man merkt dann so, diese Autoren, sie sind ziemlich eigenwillig gewesen. Aber deswegen ist es auch spannend und es entstehen viele kreative Lösungen, auf die man früher gar nicht gekommen wäre, weil sie halt irgendwie so viel Input einem an einem Tag manchmal geben, was man alles verarbeiten muss und dann irgendwie in Bilder fassen, dass dadurch spannende Sachen entstehen. Und gerade Matthias Kempke kommt manchmal mit sehr vielen Ideen auf einmal. Ja, also für mich als jemand, der vorher die Spiele fast alleine in seinem Zimmer gemacht hat und dann höchstens per Skype mit zwei, drei Freunden gesprochen hat, die mitgemacht haben. Das war für mich eine große Umstellung, weil es kommen dann tatsächlich dann im Durchschnitt 5, 6 Animatoren. Dann haben wir noch die Skripter natürlich, die das Spiel zusammenhalten, Projektmanagement und so weiter, Leute, die Soundeffekte machen. Und die müssen alle mit angeleitet werden. Das heißt, weil ich das meiste im Kopf habe und also von den Informationen, nicht IQ-technisch, leider. Heißt das, man muss ständig in Kontakt bleiben, man muss diese sogenannten Pipelines aufbauen oder wenn jemand neue Ideen hat, offen dafür sein, weil sich unheimlich viele kreative Leute an dem Projekt beteiligt haben, Ideen beigesteuert haben, die man selber gar nicht haben könnte. Das heißt, dadurch ist das Projekt dann auf magische Art tatsächlich so auch zu was geworden, was man selber nicht vorhersagen kann. Das ist sehr, sehr faszinierend. Jeremiah Hazelnut, the boy with the dream. What? You know my name? I know much more than that. Your summer vacation ends the day after tomorrow. That's right. Unfortunately. Mathematics, leaky pens, hard wooden benches, dry chalk dust. You human children are so brave. Yet you dream of more. Der Funke. Ja, ich erinnere mich nur an den Funken. Das war tatsächlich gar nicht mein Funke. Sondern, doch, eigentlich schon. Also es sind zwei Funken eigentlich. Der erste kam von meinem Bruder. Der hatte, nachdem ich meine ersten beiden Adventure-Spiele gemacht hatte, dummerweise, ich wollte kein anderes Spiel mehr machen, weil es zu anstrengend ist, das waren Indie-Spiele, dummerweise die Idee, eine gute Idee für ein weiteres Adventure. Ein Anfang, der interessant ist, nämlich genau dieses Zusammentreffen zwischen Jerry und dem Marquis. Und es sollte eigentlich eine Kurzgeschichte werden, die damit endet, dass die beiden durch diesen Portalbaum schreiten. Ich hatte dann zufälligerweise vor ein paar Jahren privat aus Spaß ein Kinderbuch geschrieben mit 8 Geschichten aus einer Welt namens Mauswald. Und dann habe ich überlegt, was ist, wenn dieser Portalbaum in genau diese Welt führt? Wie passen diese Dinge zusammen? Und das war dann der Punkt, an dem ich irgendwann eine E-Mail an The Delic geschrieben habe, weil ich wusste, dass die Geschichten mögen, Adventure-Spiele. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann tatsächlich ein paar Monate später mit der Produktion anfangen konnte. Ja, es gab so ein paar Kugelschreiberzeichnungen, Skizzen von Mäusen und Eichhörnchen. Und dann dachte ich mir so, dass, ja, machen wir noch eine The Delic Tiergeschichte. Man rutscht so ein bisschen Richtung Harvey, ach, das ist doch dieser große Hase. Und dann habe ich diese wunderschönen Kurzgeschichten dazu gelesen. Die Geschichten in Mauswald, wo man so denkt, Kindergeschichten, okay, lesen wir mal durch. Und man spürt halt dann diese Sonne, man sitzt auf einmal in Mauswald, nur weil man dann diesen Text gelesen hat. Und dann hat sich so allmählich dieses Spiel entwickelt und sagt, okay, ich will da drin rumlaufen, ich will drin was erleben, ich will diese Charaktere kennenlernen. Und dann waren es nicht nur irgendwelche Mäuse, dann haben die Namen bekommen. Ja, und sind wirklich kleine Persönlichkeiten geworden. Und dann beginnt ja so wirklich das Geschichtenerzählen und dann gab es natürlich keine Zurück mehr. Das ist auch so ein magischer Moment. Unser Komponist Thilo Albermann aus Berlin hat sich tatsächlich bei uns gemeldet. Der hatte bereits für andere kleinere Projekte bei The Delic die Musik beigesteuert. Und wenn man sich den Soundtrack jetzt anhört, und das sind über 50 Minuten, kann man nur sagen, dass es ein großes Glück ist, dass er angerufen hat an dem Tag. Wir haben
relativ früh festgelegt, dass wir eine Titelmelodie brauchen, die man erstens mitpfeifen möchte und zweitens, die sich wiederholt an verschiedenen Stellen des Spiels. Wir haben ja kulturell gefärbt. Genau, kulturell gefärbt, denn wir haben ja verschiedene Portalregionen. Also wenn man durch Portalbäume geht, gelangt man an Orte, die ähnlich sind, aber an ganz anderen Stellen liegen auf der Welt. Oder in der Zeit. Genau, oder in der Zeit. Und die aber auch ähnlich sind. Und deshalb haben wir diese Titelmelodie, die sich häufig wiederholt. Das sind alles Melodien, die Tilo gut herbeigezaubert. Also ich glaube, was einfach der Unterschied ist, das werden auch viele Leute fragen, die meisten Dedelic-Fans zum Beispiel lieben den Humor von Poki. Pokis Humor, Pokis Spiele sind der Grund, warum ich bei Dedelic nachgefragt habe. Aber es ist natürlich kein Spiel von Poki, sondern es ist ein Spiel von mir. Das heißt, es hat schon seinen eigenen Humor. Was für mich bei Spielen wichtig ist, ist einfach das Gefühl, dass man in eine Welt kommt, die in sich so ein bisschen Sinn ergibt. Eine Geschichte, in der Charaktere sind, die sich selbst Geschichten erzählen. Dann merkt man, dass das Charaktere sind, die ihre eigenen kleinen Probleme haben, aber auch ihre kleinen Eigenschaften, die man lieben kann. Ja, das ist das, was ich gerne an einem Spiel mag und deshalb baue ich das auch gerne ein. Mein Ideal wäre aber, dass es eine Geschichte ist, die also für Erwachsene und für Kinder funktionieren kann. Mein Ideal wäre es also, wenn Erwachsene mit ihren Kindern zusammenspielen würden. Ja, ich bin ja damals als Praktikant auf dieses Projekt draufgestoßen und hey, es ist mein erstes Projekt, das tatsächlich offiziell veröffentlicht wird, nicht irgendwo in der Schublade oder im Universitätsarchiv verschwindet. Oder auf Serverfarmen einstaubt, wo es niemand findet. Nein, das ist tatsächlich ein Projekt, wo hoffentlich mein Name drin stehen wird und vielen Leuten Spaß macht und so mein Einstieg jetzt eigentlich in die Branche. Das ist jetzt mittlerweile das dritte Mal, dass ich sozusagen der Traum Spiel mache zu erfüllen und es wird immer mehr zu einem richtigen Projekt. Diesmal ist es das erste, wie du sagst, richtige, vollständige Projekt. Wir haben Stimmen, wir haben ein langes Spiel. Ja, das heißt, entweder muss ich mir jetzt bald wieder einen nächsten Traum organisieren oder einfach, es kommt die nächste Story durchs Fenster reingeflogen und dann geht der ganze Wahnsinn von vorne los.